Rekordverdächtige Inflationsraten machen Konsum und Industrie in Deutschland weiter zu schaffen. Im April legte die Teuerungsrate überraschend nochmal zu. Die Verbraucherpreise lagen um 7,4% über dem Wert des Vorjahresmonats, schätzt das Statistische Bundesamt. Im März war die jährliche Teuerungsrate mit 7,3% bereits auf den höchsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 geschnellt. Volkswirte erwarten wegen der angespannten Lage bei den Energiepreisen und anhaltender Sorgen um einen russischen Lieferstopp nicht, dass die Inflation in den nächsten Monaten rasch zurückgeht. Jüngste Prognosen rechnen für das Gesamtjahr 2022 mit mehr als 6% Teuerung. Im vergangenen Jahr hatten die Verbraucherpreise im Jahresschnitt nur halb so stark zugelegt. Für viele Verbraucher ist der Preisschub ein Schocker, da die Auslöser, unterbrochene Lieferketten wegen der Pandemie und der Ukraine-Krieg mit den Folgen Lieferengpässe bei Energie, Dünger und Grundnahrungsmitteln wie Mehl und Sonnenblumenöl sich kaum in Luft auflösen dürften, haben viele Verbraucher nachhaltig ihre Konsumgewohnheiten geändert. Alles, ja, jede Menge alles teuer. Jedes einzelne jedes Teil ist etwas Stück teurer. Ja. Mhm. Ne? Also ja, wir haben noch eine Ölfeuerung. Und dann sind wir dort auch am Drosseln, das auch spürbar ist. Oder? Also ich fahre jeden Tag über eine Schnellstraße hier und die Leute fahren nicht mehr so schnell. Die fahren Spritsparen da auf jeden Fall. Und was macht das mit der Wirtschaft? Schon länger werfen Kritiker der Europäischen Zentralbank vor, mit ihrer Geldflut die Inflation anzuheizen. Allerdings ist der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik angesichts hoher Inflation und gleichzeitig gestiegener Konjunkturrisiken ein Balanceakt. Stichwort Stagflation. Ja, das Damoklesschwert für die deutsche Brauwirtschaft heißt natürlich Gasembargo. Wenn wir eine Zwangsbewirtschaftung durch die Bundesregierung bekommen, würde es dazu führen, dass es sicherlich erhebliche Produktionseinschränkungen gibt. Soll heißen, weitere Preisschübe aus der Lieferkette, während der Absatz wackelt.